brechen heute den Rekord in einer staubigen Reise. Denn Freunde, ich habe es heute weit über 20.000 Meter geschafft. Und das Ganze habe ich mit Hilfe von einem neuen geheimen Auto geschafft. Und tatsächlich habe ich auch eine neue Megawaffe freigeschalten. Und wie das Ganze ausgegangen ist, seht ihr in der heutigen Folge. Deshalb lasst einen Daumen nach oben da, abonniert. Und jetzt viel Spaß. Und damit, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Staubige Reise. Und ja, Leute, wie ihr es sehen könnt, befinden wir uns heute wieder mal in der Wüste. Aber ihr könnt es oben schon sehen, wir befinden uns schon kurz vor 10.000 Metern. Denn in der letzten Folge, Leute, haben wir es ja bis zu 10.000 Meter geschafft. Und da gab es auch einen richtig krassen Checkpoint. Deshalb starten wir jetzt auch direkt hier. Aber, Leute, vielleicht könnt ihr es schon ein bisschen rechts sehen. Denn ich habe mir einfach mal für die heutige Folge ein neues Auto gekauft und das zeige ich euch jetzt einfach mal, Leute. Schaut euch einfach mal dieses krasse Rennauto an. Und das Lustige ist, Leute, ich habe es auch schon ein bisschen abgegradet, denn ich habe einfach mal unterwegs, vorhin gerade, irgend so einen krassen Turbolader gefunden. Den habe ich einfach aufs Dach drauf gemacht. Vielleicht sind wir dadurch ein bisschen schneller. Ich habe mich auch ehrlich gesagt schon ein bisschen vorbereitet, denn mein Ziel ist es heute, Leute, nämlich das Spiel durchzuspielen. Ich möchte heute bis 20.000 Meter kommen und auch irgendwie diese komische Endboss-City besiegen. Das sind ja irgendwie dann so Zombies oder so, habe ich gesehen. Deswegen, Leute, bleibt mir bis zum Ende dran. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, lasst den Daumen nach oben da, abonniert. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir auch eigentlich direkt los, denn ich habe mich vorbereitet. Wir haben genug Wasser dabei, wir haben genug Öl dabei. Benzin bzw. Sprit dürften wir eigentlich auch noch haben. Wobei 10 Liter ist schon ein bisschen wenig. Boah, ich habe echt auch richtig viel verbraucht die letzten Tage, Leute. Egal. Und dann würde ich sagen, gucke ich erst noch mal ganz kurz drin in meinem Haus. Das ist nämlich übrigens mein neues Haus, Leute, wo ich die letzten Tage übernachtet habe. Und da sieht es aktuell nicht so... Kollege, aber du zahlst ja eigentlich keine Miete. Na, ich glaube, der lebt auch nicht mehr. Aber ich glaube, wir essen erstmal noch ganz kurz was, Leute. Einmal ein Brot hier rein snacken, dass wir schon mal hier auf jeden Fall auch gut gesättigt sind für die heutige Reise. Und ansonsten müssten wir eigentlich auch alles haben. Ah, stimmt, Leute. Ein was muss ich euch noch zeigen, bevor wir losfahren. Und zwar an meinem Rucksack. Ich habe nämlich eine neue Waffe, Leute. Wir haben jetzt kein Maschinengewehr mehr, sondern wir haben für heute einfach mal eine Minigun. Denn das Ding ist, Leute, am Ende werden so viele Zombies auf uns warten, dass wir eine krasse Waffe brauchen. Und deswegen habe ich mir gedacht, holen wir uns einfach mal eine Minigun. Und die ist richtig krass. Passt mal auf. 3, 2, 1 und... Boom! Oh mein Gott, nochmal. Boah! Boah! Leute! Ey, diese Waffe ist zu krass. Also ich glaube, damit hat auf jeden Fall niemand heute eine Chance gegen uns. Aber gut, wir sind kurz vor 10.000 Metern. Das heißt, wir machen heute weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das heißt, einmal hier Gang reinlegen, beziehungsweise Handbremse ziehen, Motor an. Und dann... Hört erstmal hin, der Sound ist echt krass und das ist das schnellste Auto, was ich hier jemals gefahren bin, Leute. Das beschleunigt irgendwie auf 240 innerhalb von 2 Sekunden gefühlt. Passt auf, ich zeige euch das jetzt, Leute. Wir gehen auf die Bremse und wir geben Gas in 3, 2, 1 und let's go. Guck ich an, jetzt schon bei 100 und Achtung, jetzt direkt bei 200 und 240. Waren vielleicht jetzt irgendwie fast 4, 5 Sekunden oder so, Leute. Also wirklich geisteskrank schnell. Und das Ding ist, da hinten, Leute, da sind wir das letzte Mal gecrashed, haben einen Unfall gebaut. Also da machen wir jetzt auch direkt weiter. Ich bin extremst gespannt, was uns da erwarten wird. Ich würde sagen, wir bremsen auch mal ganz kurz ab. Denn da ist irgendein Schild. Komm, wir lesen das mal ganz kurz, Leute. Was steht da? Leute, sehe ich das richtig? Warte mal. Leute, guck mal, was da steht. Warning, keep out. Also bleib draußen. Und ein Totenkopf. Okay, anscheinend will jemand nicht, dass wir hier reingehen, Leute. Vielleicht ist es aber auch der Ausgang aus der Wüste. Also ich glaube, auch wenn es da steht, wir müssen da rein. Wir wollen entkommen. Deshalb, Leute, steigen wir hier in unseren richtig coolen Sportwagen ein. Ich glaube, das ist sogar McLaren. Also wirklich ein geisteskrankes Auto. So, Handbremse runter. Und jetzt würde ich sagen, Leute, wir fahren weiter. Boah, da ist sogar ein neues Schild, Leute. Ey, warte mal. Soll ich dir mal eine Waffe rausholen, Leute? Nee, warte mal, warte mal. Ich gehe da nicht ohne Waffe rein. Das ist eine dumme Idee, Leute. Da steht, bleibt draußen schon wieder. Warte mal, ich hole mal lieber meine Minigun raus, Leute. Ich traue dem Ganzen nicht. Ich will hier lieber auf Nummer sicher gehen. So, das heißt, die Minigun nehmen wir mal ganz kurz raus. Und damit wir die direkt parat haben, Leute. Warte mal, sollen wir die einfach aufs Dach drauf machen? Ey, das wäre auch witzig. Können wir sie eigentlich direkt runternehmen, wenn wir sie brauchen. Boah, Leute, guck mal, wie krass es doch aussieht. Oben auf dem Dach jetzt so eine Minigun einfach. Okay, das heißt, wenn wir sie brauchen, können wir sie direkt rausnehmen. Das ist sehr gut. Okay, ich bin echt gespannt, was uns da jetzt erwarten wird, Leute. Okay, lass uns weiter einsteigen. Zack. Boah, Leute, ich habe ein bisschen Angst, ne? Da ist nochmal eine Warnung. Digga, da war jetzt schon die dritte Warnung. Und ich glaube, da vorne ist sogar noch eine Warnung. Ich war ein bisschen langsamer, Leute. Was steht da?
Da steht schon wieder Warnung. Bleib. Warte mal, da vorne ist jemand. Da ist jemand! Der erste Überlebende! Oh nein, es wird dunkel. Warum denn immer jetzt, wenn ich gerade wieder hier bin? Es wird dunkel, ich sehe nichts. Hallo? Mach's Licht an, Bro. Ich glaube, Sonnenfinsternis, Leute. Ah, nee, warte. Ich sehe nichts, Bro. Ich sehe halt echt nichts. Aber Leute, da vorne steht doch, glaube ich, jemand, oder? Ich traue mich nicht hinzugehen, weil es ist so dunkel, ich erkenne es nicht. Aber da steht doch, glaube ich, jemand, oder bin ich dumm, Leute? Ey, ich warte lieber, bis es hell wird, Leute. Ich traue mich jetzt nicht hier im Dunkeln lang zu laufen. Das ist Selbstmord. Okay, Sonnenfinsternis ist vorbei, Leute. Ist langsam wieder hell. Und da steht wirklich jemand. Jetzt wollen wir mal hingehen, Leute. Ich will ja uns irgendwie helfen oder so. Hallo? Oh, der schießt! Oh mein Gott, ich bin fast tot! Ich wusste es! Minigun rausholen! Kollege, niemand schießt auf mich! Ah! Oh, ich glaube, den haben wir platt gemacht, Leute. Okay, ey, als wenn hier einfach Leute auf mich schießen direkt. Okay, die Minigun brauchen wir wahrscheinlich gleich nochmal, Leute. Die machen wieder aufs Dach drauf. Ey, Bro, da hat einfach jemand auf uns geschossen, Leute. Was ist denn hier los? Okay, weiter geht's. Und ist, glaube ich, noch einer. Guck mal da. Und, oh mein Gott, hier sind richtig viele... Oh, hier ist noch einer. Oh, die schießen alle. Ja, richtig viele. Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott, Leute, wir dürfen nicht sterben. Oh mein Gott, schnell durch. Schnell durch, da sind richtig viele da vorne. Ich fahre euch über den Haufen beiseite. Ah! Oh, ich habe mich überfahren, Leute. Oh mein Gott, durch hier. Schnell. Ah! Oh. Oh, Leute, ich habe einen Unfall gebaut. Oh, mein Kopf tut weh. Schnell durch. Oh, 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 aua. Komm schon. Oh, ich will raus hier, bitte. Oh mein Gott. Und Leute, wir haben es geschafft. 10.000 Meter. Okay, erstmal ganz kurz anhalten. Bro, was war das? Leute, da waren einfach Überlebende mit Maschinengewehren, die uns abschießen wollten. Ich glaube, das war die 10.000 Meter Grenze, die wir jetzt überquert haben. Ey Leute, ich sage ehrlich, ohne meine Minigun wäre das nichts geworden. Aber okay, Leute, wir haben jetzt noch einen weiten Weg vor uns. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang. Wir machen den Motor an, wir fahren weiter. Denn, Leute, ich sag euch so, wie es ist. Das Ende von diesem Spiel ist nicht zu unterschätzen. Also, es ist irgendwie eine komplette verseuchte Zombie-Stadt, die da auf uns wartet. Deswegen bleibt bis zum Ende dran. Ich würde sagen, wir geben aber jetzt auch direkt hier Vollgas, Leute. 240 km/h hier mit unserem McLaren. Let's go! Okay, Leute, es sieht gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus tatsächlich. Wir haben noch ein bisschen Hunger haben wir schon jetzt, sehe ich gerade. Egal, wir fahren weiter durch, Leute. Wir geben weiter Gas hier. Wir haben da schon 11.000 Meter geschafft, Leute. Es sieht richtig gut aus. Aber ich glaube, wir hatten vorhin nur noch 13 Liter irgendwie Tank, als wir losgefahren sind. Ich glaube, wir müssen dringend mal neu tanken. Ne? Wir schaffen es locker nicht mehr weit. Ich schätze maximal noch 1.000-2.000 Meter, wenn überhaupt. Das heißt, wir müssen so schnell wie es geht irgendwo anhalten, Leute. Und uns Sprit besorgen. Digga, ich hoffe mal, dass hier irgendwo gleich ein Haus ist, weil ich sehe bisher keins. Bro, ich brauche dringend neuen Sprit, Leute, sonst bleiben wir hier mitten in der Wüste stecken. Ey, bitte, Bro, warum ist hier kein Haus, Leute? Hier ist weit und breit gar nichts. Ich habe nur Öl und Wasser dabei, für den Motor und für den Kühler, aber ich habe keinen Tank dabei, für den Motor habe ich keinen Tank dabei. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut, Leute. Oh nein, wir haben schon 12.000 Meter. Ey, es muss jetzt ein Haus kommen. Oh nein, es muss ein Haus kommen, bitte, Leute, drückt mir die Daumen. Warum ist hier kein Haus? Ey, das kann nicht sein, Leute. Hier ist ja weit und breit. Hier ist ja wirklich weit und breit gar nichts. Und es geht bergab. Es geht das erste Mal bergab in der Wüste, Leute. Da ist ein Haus. Da ist ein Haus. Okay, anhalten, Leute. Okay. Anhalten. Ey, bitte, da muss Sprit drin sein. Ja, ja. Und der Motor ist alle. Das war's, Leute. Ja. Gerade so rechtzeitig. Wartet mal. Ja, 0 Liter. Ey, gerade so rechtzeitig hier vom Haus, Leute. Ich pack mal vorsichtshalber die Minigun aus. Wir wissen nicht, wer da drin auf uns wartet. Da ist nämlich, glaube ich, jemand. Wir haben die Minigun draußen. Also, wer auch immer da drin ist, mach keinen Unsinn. Ich habe eine Minigun, Bro. Bro, leg dich doch nicht mit mir an, du Dummkopf. Okay, anscheinend ist hier keiner mehr, Leute. Aber nein, hier ist kein Sprit, Bro. Hier ist kein Sprit. Hier ist zwar C4... Aber hier ist kein Sprit. Okay, ich glaube, wir müssen uns wahrscheinlich, Leute, einen Supply Drop bestellen. Ich glaube, wir müssen Robux ausgeben. Ich glaube, anders kommen wir jetzt sonst nicht weiter. Ich glaube tatsächlich wirklich... Oh! Oh, Tornado! Warum? Leute! Oh mein Gott! Das ist mir noch nie passiert.
In mir ist einfach gerade ein Tornado gespawnt und er hat mich 3000 Kilometer weit weggeworfen, Bro. Oh mein Gott, Leute, ey, zum Glück bin ich nicht gestorben. Ey, wir müssen das ganze Stück zurücklaufen. Digga, wie random, dass einfach in mir ein Tornado spawnt, Digga. Die Wahrscheinlichkeit, dass der in mir spawnt. Digga, es gefühlt wahrscheinlicher am Lotto zu gewinnen, Leute. Guck mal, wie groß die Wüste ist. Und der Mond kommt schon wieder, Leute. Es wird wieder dunkel. Und da ist der Tornado. Ey, mein Auto ist da vorne, Leute. Ey, der kommt direkt auf mich zu. Ey, chill, bitte nicht Tornado. Tornado. Nein. Ey, ich glaube auch unsere Minigun ist weg, Leute. Nein. Nein, was machen wir jetzt? Ich glaube, der hat unsere Minigun weggeweht, weil ich hab sie nicht mehr, Leute. Ey, Leute, ihr müsst jetzt bitte alle einen Daumen nach oben da lassen und hoffen, dass die Minigun beim Auto liegt. Ohne Minigun schaffen wir es heute nicht. Es ist unmöglich, den Endboss zu gewinnen, Leute, ohne Minigun. Ey, Tornado, chill doch, Bro, bitte. Ey, Leute. Bitte, bitte, bitte. Die Minigun muss da sein, sonst war's das. Oh, ich glaube, es sieht gut aus, oder? Ist das die Minigun da? Irgendwas liegt da doch, oder? Oh mein Gott, sie ist da, Leute. Oh mein Gott. Oh, der kommt schon wieder. Der kommt wieder. Der kommt wieder. Tornado. Ah, mach dich weg. Ah, oh mein Gott, Junge, Bro. Nicht mein Auto. Nicht mein Auto. Oh Mann, Leute, schnell rein. Bro, geh doch weg jetzt endlich. Oh, er ist weg, Leute. Tja, was war das, Bro? Junge. Die klatschen danach, Leute. Okay. So, dann Minigun wieder drauf machen, Leute. Und jetzt würde ich sagen, einmal hier Walkie-Talkie nehmen und schnell einen Supply-Drop bestellen, weil wir brauchen unbedingt neuen Sprit, sonst schaffen wir das niemals, Leute. Ey. Okay, Supply-Drops sind da, Leute. Sehr gut. Okay, ey, da muss jetzt ganz viel Sprit drin sein, Leute. Da muss richtig viel Sprit jetzt drin sein, sonst war's das. Puh, okay, okay. Ich mach schon mal das Walkie-Talkie wieder fest am Auto auf jeden Fall, weil das brauchen wir auf jeden Fall heute noch. So. Zack. Okay, okay. Ey, bitte Sprit. Bitte ganz viel Sprit. Okay, sehr gut. Schon mal ein Kanister. Noch einer. Sehr gut. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus, Leute. Okay, Öl haben wir noch genug. Das passt. Okay, was haben wir hier drin? Auch nochmal Benzin. Sehr wichtig, Leute. Ja, okay, das reicht dicker auf jeden Fall. Okay. Ey, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, wir machen den Tank jetzt auch direkt wirklich komplett voll. Das werden wir brauchen, wenn wir bis 20.000 Meter kommen wollen. So. Das heißt, einmal jetzt hier den Tank voll machen. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder, Leute, wenn ich den Tank voll gemacht habe. Bis gleich. Okay, Leute, es sind jetzt ein paar Minuten vergangen. Ihr seht, der Mond ist auch schon wieder da und es ist stockdunkel. Ich sehe nicht so viel, aber es reicht auf jeden Fall, um weiterzufahren. Wobei, ich glaube, es wird jetzt wieder ein bisschen heller. Okay, sehr gut. Also auf jeden Fall, Leute, ich habe den kompletten Tank jetzt voll gemacht. Also 41 Liter sollten auf jeden Fall reichen. Ich habe genug gegessen. Dann auf jeden Fall hinten, der Motor ist wieder mit voll mit Öl. Der Radiator ist voll mit Wasser. Und ich habe auf jeden Fall auch wieder meinem Rucksack ganz viel Proviant reingemacht, Leute. Also ihr seht, das sollte auf jeden Fall reichen jetzt, um hier die 20.000 Meter zu knacken. Jetzt heißt es, will ich nur noch Daumen drücken und go, go, go. Wir steigen direkt ein hier, einmal zack, Tür zu, Motor starten, Handbremse runter. Und dann würde ich sagen, Ladies and Gentlemen, geht es jetzt weiter nach unten auf den Road zu den 20.000 Metern. Ich bin extremst aufgeregt. Und das hier, Leute, ist auch gerade mein persönlicher Rekord. Also 13.000 Meter haben wir schon, das ist sehr, sehr gut auf jeden Fall. Jetzt nur keinen Unfall bauen und hoffen, dass wir es schaffen. Auch diese komische Zombie-Horde, beziehungsweise diese Zombie-Stadt zu überleben. Warum ist hier ein Haus mitten auf der Straße? Ja, ist das eine Falle? Warte mal, Leute, was ist denn da drin? Warum ist hier ein Haus mitten auf der... Hä? Michael Jackson, Bro? Was machst du hier, Bro? Oh mein Gott. Einmal Michael Jackson, Leute, mitten auf der Straße, okay? Oh Mann, ich halte wegen sowas auf jeden Fall nicht mehr an. Ey, am Ende ist da irgendeine Bombe oder so drin, Leute. Digga, dann war's das komplett. Imagine, ich sitze hier seit 2 Stunden und versuche hier wirklich den Rekord zu brechen, dann explodiere ich einfach. Das wäre es wirklich komplett, Leute.
Ja, das Ding ist, ne, ihr glaubt gar nicht, wie lange das immer hier dauert, so eine Folge zu machen. Weil allein immer, um das hier vorzubereiten, um das Auto voll zu tanken und alles, das dauert so lange. Ich habe auch gerade bestimmt wieder eine Viertelstunde fast gebraucht, um hier den Motor voll zu machen, um genug wieder Essen ranzubekommen, etc., Leute. Also es ist wirklich geisteskrank, wie lange dieses Spiel eigentlich braucht, ehe man hier durchgespielt hat. Aber egal, es sieht gut aus, Leute, 42 km/h durchgängig. Wir haben gleich 15.000 Meter, also es ist nicht mehr lang. Bis zu 20.000. Ey, Leute, Digga, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob 20.000 das komplette Ende ist. Also ob man es dann durchgespielt hat oder ob es danach noch weitergeht. Das weiß ich nicht, aber da vorne ist irgendwas, Leute, guck mal. Da ist eine neue Grenze oder ein neuer Checkpoint oder irgendwas. Guck mal, da ist irgendwie ein Tunnel. Da ist ein Tunnel, Leute. Oh mein Gott. Was ist das? Ist hier irgendeine Base? Welcome to Tunnel Camp. Lol. Digga, ist hier krasser Loot oder sowas? Ey, wir halten mal kurz an, Leute. Ey, warte mal. Was ist denn das hier? Oh mein Gott, Bro! Hier ist ein OP-Motor. Und hier ist richtig viel Diesel. Oh mein Gott, was? Bro, hier ist ja über die krasse Base. Okay, das Zug ist abgeschlossen. Digga, hä? Leute! Okay, hier geht's auch nicht rein. Digga, aber da ist voll das krasse Lager, Leute. Wir können, glaube ich, einen Motor upgraden. Da ist übel der krasse Motor drin und da ist richtig viel Treibstoff und alles und Wasser. Digga, hä? Warte mal. Das ist ein OP-Motor. Passt der in den McLaren rein, Leute? Ich weiß es nicht. Lass mal schauen. Digga. Okay, komm mal her. Das ist ja der alte Motor, der kleine. Passt der große rein, Leute? Ich weiß nicht. Er passt rein, Bro. Und ich glaube, den muss man sogar ausbauen, wenn man ihn neu befüllen will, so wie es aussieht, oder? Bin mir gerade... Ah, ne, da. Digga, ist der jetzt schneller? Ey, warte mal. Wir müssen uns auch eigentlich ein bisschen Treibstoff mitnehmen, oder? Ich weiß nicht, ob das reicht, Leute. Das ist halt so viel, ne? Ja, ich glaube, ich bepacke das ganze Auto jetzt mit Treibstoff auf Nummer sicher, Leute. Oder warte mal, weil der Wasserbehälter, der ist eigentlich schon leer. Den können wir eigentlich austauschen. Der ist noch voll und... Ja, okay, lass ihn mal austauschen. Wenn wir schon einmal hier sind, Leute, und eine komplette Base gefunden haben, Digga, dann müssen wir das ausnutzen, Leute, Digga. Das ist ja geisteskrank. Okay, wir packen einmal Wasser vorne auf die Motorhaube. Das sollte reichen. Ich hoffe, ich sehe da noch was beim Fahren. Und dann noch jetzt hier nochmal so ein Ölbehälter. Diesel brauchen wir eigentlich nicht. Aber Ölbehälter nehmen wir auf jeden Fall mit. Machen wir hier nochmal einen ran auf jeden Fall. Zack. Und gleich noch einen. Ey, dann sollten wir auf jeden Fall gut bepackt sein, Leute. Für die 20.000 Meter. Digga, einfach eine Geheimbase hier. Wie krass ist das denn? Und jetzt würde ich sagen, rein geht's. Okay, wir sehen noch genug. Und dann geht's jetzt weiter, Leute. Oh nein. Hä? Was ist denn jetzt los? Ich glaube, der Motor, Leute, passt doch nicht. Kann es sein? Warum passt der Motor jetzt nicht? Warum funktioniert der Motor nicht mit dem Auto? Ich weiß es nicht. Warte mal, ich baue mal den anderen Motor nochmal ein. Ey. Was ist denn das jetzt? Ey. Der klemmt fest, Bro! Der ist zu schwer, der klemmt fest! Warte mal, ich nehme mal das erstmal raus. Krieg ich den jetzt raus? Ja! Raus mit dir, du Blödmann, Junge! Ey, Junge, ich dachte schon, das war's jetzt wieder. Ey, Mann, ich habe mich so auf den dicken Motor gefreut. Okay, geht's jetzt vielleicht... Lol, okay, der große Motor war irgendwie broken, Leute. Keine Ahnung. Vielleicht braucht dieses Auto auch einen kleinen Motor. Ich habe keine Ahnung. Aber wir fahren wieder. Leute, nur noch 5000 Meter. Kommt schon, das schaffen wir. Ey, bitte, wir müssen das schaffen. Wir sind so gut equipped. Wir haben so viel Proviant dabei, Leute. Wir haben eine Minigun, wir haben ganz viel Sprit, wir haben Wasser, wir haben Öl, wir haben Essen. Ey, bitte, wir müssen es jetzt schaffen, Leute. Wir müssen es jetzt schaffen. Okay. Da vorne ist ein Turm oder irgendwas. Wir gucken mal. Und es geht bergab die ganze Zeit. Das ist sehr gut. Es geht bergab. Also selbst wenn wir jetzt Sprit oder irgendwas nicht mehr haben sollten, könnten wir rollen. Das ist sehr gut, dass es bergab geht, Leute. Das ist sehr, sehr gut.
Okay, jetzt nur kein Unfall bauen und alles ist super. Ey, Leute, wir haben schon 16.000 Meter. Ey, es ist nicht mehr weit bis zu 20.000. Es ist nicht mehr weit, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Ich bin so aufgeregt. Ich zitter gerade schon ein bisschen. Ich sag ehrlich. Okay, gleich 17.000. Was ist das da vorne? Ist da, ich glaube, da ist ein Shop. Wollen wir kurz zum Shop ranfahren, Leute? Vielleicht ist da noch irgendwas Krasses. Bevor wir 20.000 Meter schaffen, vielleicht ist da noch irgendwas Krasses im Shop zu holen. Ich fahr mal kurz ran. Nee, okay. Ist alles eigentlich nicht so interessant. Ich meine, da lagen ein paar Waffen rum. Aber eine Minigun ist halt sowieso am besten. Von daher, egal, Leute. 17.000 Meter. Die letzten 3.000 Meter. Und da ist sie, Leute. 18.000. Die letzten 2.000 Meter. Oh mein Gott. Okay, es ist noch hell. Ich hoffe, es wird jetzt nicht gleich dunkel. Das wäre ein bisschen gruselig dann, Leute. Solange es hell bleibt, ist alles gut. Noch 1.600 Meter, Leute. 1.500. Ey, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich. Bro, bitte, bleib nicht stehen. Gib Gas. Da vorne hört die Straße gefühlt auf. Die führt irgendwie in die Sonne, Leute. Ey, komm. Bro. Bitte. Die letzten 1.000 Meter, Leute. Genau ab jetzt. 19.000. Aber da vorne, das, da ist ja nichts. Hä, Leute, geht das noch weiter? Oder bin ich dumm? Das führt gefühlt ins Unendliche. Ja, da ist irgendein Strommast da vorne, Leute. Ey, die letzten 400 Meter, Leute. Die letzten 400 Meter. Was? Da, doch, da ist irgendwas. Was ist das? Hier. Warte mal, was ist das? Was ist das? Lol. Warte mal, was ist das, Leute? Das habe ich noch nie gesehen. Ganz kurz. Vor 20.000 Meter ist so ein Strommast. Hä? Wartet mal, Leute. Hallo? Hier ist was zu essen, Leute. Hä? Kann man da hoch? Ist das neu, Leute? Eigentlich kommen noch bei 20.000 Meter eine Stadt. Oder ist das ein Update oder sowas, Leute? Das ist doch neu. Hä? Hier ist einfach ein Strommast, Leute. Hier muss irgendwas Geheimes sein. Okay, nicht runterfallen. Oh mein Gott, Digga. Bro, nicht runterfallen, bitte. Hä, Bro, was ist das? Rope Gun? Braucht man die, Leute? Die klemmt aber fest. Ah, da ist ein Glas. Muss das Glas, glaube ich, erst kaputt machen, Leute. Oh nein. Leute, ich gehe nach unten. Ey, ich hätte die echt gern mitgenommen, aber ich glaube, wir hätten die aufschießen müssen. Warte mal, hier ist ein Radio. Was steht hier? How to Morse Code. Was ist das? Was hat es mit dem Radio auf sich, Leute? Hä? Digga, ich habe Angst gerade, Leute. Ey, brauche ich diese Rope Gun, Leute? Das muss ja einen Grund haben, warum hier eine Rope Gun rumliegt, oder? Egal, Leute. Wir lassen die einfach da. Ich meine, wir haben eine Minigun. Deswegen, eigentlich brauchen wir keine Waffe. Aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Leute. Wir haben 20.000 Meter geschafft. Und hier ist noch keine Zombie-Stadt. Es geht weiter, Leute. Digga. Leute. Ich glaube, das war noch nicht das Ende. 20.000 Meter ist noch nicht das Ende. Warte mal, hier ist eine Kirche. Ist da vielleicht so ein krasser Motor drin? So ein Vampirmotor? Da ist ein Vampirmotor. Warte. Brauch den Vampirmotor. Warte. Oh mein Gott. Ich brauch den Vampirmotor. Oder? Oh mein Gott. Leute. Vampirmotor. Hier ist ein Vampirmotor. Oh mein Gott. Warte. Okay, bitte sagt, er passt jetzt hier rein. Ey, bitte sagt, er geht, Leute. Bitte sagt, er geht. Bro, der muss gehen. Oh mein Gott, sieht er krass aus. Oh mein Gott, sieht er krass aus. Okay, warte, Leute. Minigun. Oben drauf machen wieder. Zack. Ey, bitte sagt, er geht jetzt.
Er geht. Wir haben einen Vampirmotor. Warte mal, ist es jetzt schneller? Ist es jetzt schneller, das Auto? Jetzt schneller? Ich glaube, es ist schneller. Also ich glaube, die Terroranzeige, die geht nicht weiter, aber gefühlt ist es ein bisschen schneller. Oder? Leute, ich weiß nicht. Egal, wir müssen jetzt zum Ende. Also ihr seht, wir haben jetzt gleich 25.000 Meter. Warte mal, hier ist ein Schild. Hier ist ein Schild. Cooler. Okay, Leute, aber da vorne ist was. Das sind wieder so komische Hügel. Bei 25.000. Das ist die Zombie-Stadt. Das sind die Zombies, Leute. Ich glaube, das sind die Zombies. Oder? Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich lauf. Ich glaube, das ist das Ende, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute? Ich glaube, das ist das Ende. Oh mein Gott! Oh! Oh! Oh mein Gott! 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 Bro, die sterben nicht! Bro! Rein ins Auto! Rein ins Auto! Rein ins Auto! Ich bin gleich tot. Ich bin 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 tot. Minigun fallen lassen, rein ins Auto. Oh mein Gott. Nein. 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 Digga, ich steh gar nichts. Digga, ich hab gedacht, mit der Minigun kann man was machen. Aber es ist ja nichts passiert. Und uns wiederbeleben, Leute. Warte mal. Ich belebe mich mal wieder, Leute. Warte, warte, warte. Hä, wo bin ich? Ich bin im Auto gefangen. Hä? Hallo? Ich sitz drin. Oh, warte, 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 warte. Zack, zumachen. Leute, wir leben wieder. Minigun. Minigun ist noch da. Ey, das war's ja nicht, Leute. Wir haben uns wiederbelebt. Warte, warte, warte. Wir haben uns wiederbelebt. Warte, 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 warte. Das war's noch nicht. Das war's nicht. Warte, 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 warte. Wir leben noch. Wir leben, wir leben. Was, wenn ich jetzt einfach durchfahre? Kann ich hier durchfahren? Ich bin durchgefahren. Ich bin durchgefahren. Ich bin durchgefahren. Ich bin durchgefahren. Leute? Ich glaube, wir haben es. Haben wir es geschafft? Oh mein Gott, was war das? Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich sehe nichts, es ist immer noch dunkel, Leute. Ich sehe nichts. Was ist das? Digga, Leute, ich habe keine Ahnung, bis wohin es geht. Wir haben gleich 30.000 Meter. Wir sind auf jeden Fall aus dieser komischen Zombie-Stadt entkommen. Aber ich weiß nicht, wo es hier hingeht. Also, Leute, ihr seht, ich fahre immer noch. Es ist immer noch stockdunkel. Ich habe mittlerweile gleich 30.000 Meter geschafft. Keine Ahnung, ob das jetzt das Ende ist. Aber da muss ja jetzt irgendwas kommen. Digga, es ist so ein krasser Rekord gerade. Gleich 30.000 Meter. Komm schon. Und. Aber da ist nichts. Leute, es kommt nichts. Hier, 30.000 Meter. Hä? Gibt es kein Ende oder was? Ich dachte, das Spiel ist dann zu Ende, Leute. Digga, anscheinend nicht. Digga, nein.
Leute. Nein. Ich habe fast 35.000 Meter. Nein. Mein Sprit ist alle. Nein. Leute. Nein. Hallo? 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 Ist hier jemand? Digga, Leute. Ich glaube, wir haben gefühlt einen neuen Weltrekord gebrochen. 35.000 Meter. Mein Sprit ist alle. Oh, Mann. Ey, Leute. Ich sage euch ehrlich. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Und keine Ahnung, was wir gemacht haben. Wir haben dieses Spiel auseinandergenommen. Keine Ahnung, ob noch irgendwas kommt. Wenn ja, und ihr habt eine Ahnung, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, auf einen weiteren Teil, wo wir versuchen, 100.000 Meter zu knacken, dann lasst einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert, checkt nach eins dieser beiden Videos ab. Und ansonsten würde ich sagen, was ist mit dem heutigen Video, Leute. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.